Nach der sechsten Verhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn AG sind die Verhandlungen für gescheitert erklärt worden. Die Gründe sind im Wesentlichen die lange Laufzeit von 27 Monaten und die Auszahlungszeiträume im Dezember 23 mit 200 Euro und im August 24 auch mit 200 Euro für alle. Das reicht nicht. Der Bundesvorstand der EVG hat beschlossen, dass wir ab sofort eine Urabstimmung für unsere Mitglieder vorbereiten. Bei Zustimmung nach unserer Satzung von 75% der Beteiligten wird der Bundesvorstand dann über Streiks, auch über einen möglichen längeren Zeitraum, beschließen. Ich sage ausdrücklich bis dahin. Das kann 4 bis 5 Wochen in Anspruch nehmen, je nachdem. Es läuft aber alles jetzt an, sind auch Warnstreiks weiterhin nicht ausgeschlossen.